Was machen ihr jetzt da? Wir machen ein neues Schilder ran. Ein neues Schilder machen? Ja, mein Lieber. Oh, wird aber nichts helfen, ist egal. Hier. Ja, das muss, dir, ja, das muss größer und piepen. Seid ihr jetzt bei Hornbach angestellt, oder was? Ja, oh, okay, alles klar. Es gibt eine Faszination an Politik. Und ich möchte die auch leben. Ich habe sehr viel Freude und Spaß an meiner Tätigkeit als Abgeordneter. Und ich hoffe, dass das auch jeder spürt. Seit 10 Jahren darf ich in einer ehrenvollen Aufgabe hier im Deutschen Bundestag meine Heimatregion vertreten. Es ist ja nicht nur die Stadt Passau im Zentrum dieser Region, sondern auch der Landkreis Passau. Die vielen Themen, die einen ländlich strukturierten Wahlkreis ausmachen. Natürlich auch mit der kommunalen Verwurzelung als Stadtrat in Passau. Das gibt mir auch die Rückendeckung, aber vor allem auch die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger als Anliegen formulieren. Wenn man in Passau losfährt und startet an einem Montagvormittag über München dann nach Berlin fliegt, dann weiß man, was man im Gepäck hat, was man die Woche besprechen muss, was an Aktualitäten da ist. Selbstbewusstsein als Repräsentant meiner Heimatregion möchte ich auch vor Ort den Bürgerinnen und Bürgern zeigen. Ich nehme mich um die Anliegen an und das heißt aber auch, dass die Bürgerinnen und Bürger davon ausgehen können, dass sie hier eine starke Stimme haben. Ich habe Erfahrung sammeln können in meinen Fachbereichen als Abgeordneter und jetzt die letzten Jahre seit der letzten Bundestagswahl als Staatssekretär in der Bundesregierung in einem wunderbaren und auch interessanten Ministerium, das in der Lebenswirklichkeit vor Ort sehr stark ankommt. Deswegen wird es am 22. September 2013 darum gehen, dass ich wieder Rückenwind aus meiner Heimatregion bekomme, dass ich Vertrauen bekomme von den Bürgerinnen und Bürgern. Denn Vertrauen bestimmt Richtung. Ich brauche das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, damit ich wieder die nächsten Jahre hier in Berlin für meine Heimatregion kämpfen kann.